Rund 2,1 Tonnen Cannabisprodukte, 81 Kilogramm Kokain, 72 Kilo Heroin, rund 94 Kilo synthetische Suchtgifte und rund 53.000 Stück Ecstasy-Tabletten wurden im Vorjahr von der Polizei sichergestellt. Das geht aus dem Suchtmittelbericht hervor, den Innenminister Gerhard Karner am Donnerstag präsentiert hat. Die Drogenkriminalität ist in Österreich unmittelbar für fast ein Zehntel der Gesamtkriminalität verantwortlich. Im Jahr 2021 sind die Verbrechen im Zusammenhang mit den Drogen leicht gestiegen, nämlich um 0,6%. Das sind in Summe 3.214 Anzeigen. Die Vergehen auf der anderen Seite sind gesunken um ca. 15%. Wenn Sie so wollen, die kleineren Delikte sind gesunken und die schwereren Delikte, die Verbrechen, sind gestiegen. Die Hälfte der Verbrechen werden von ausländischen Tätern, in erster Linie Tätern, verübt. Und das kriminelle Geschäft beherrschen Tätergruppen in erster Linie vom Westbalkan. Zu beobachten sei, dass sich die Suchtgiftkriminalität zusehends in das Internet verlagert, berichtet der Innenminister. Unsere Experten gehen davon aus, dass rund 20% aller Bestellungen mittlerweile über das Internet laufen. Und die Tendenz dazu ist steigend und wurde während der Pandemie auch noch verstärkt. Und daher gibt es bereits seit 2018 ein Spezialistenteam im Bundeskriminalamt angesiedelt, das sich gezielt dem Online-Drogenhändlern widmet und hier dagegen kämpft. Und diese Ermittler haben in den beiden letzten Jahren einen Erfolg auch eingefahren im Kampf gegen diese Cyberdealer und haben hier zwei Tätergruppen ausgeforscht, wo mehr als 175 Kilogramm Suchtgift und tausende Abnehmer also 175 Kilogramm Suchtgift wurden durch diese Cyberdealer verkauft an tausende Abnehmer. Eine Absage erteilt Karner einer Cannabis-Legalisierung, wie sie in Deutschland in Vorbereitung ist. Das halte man für den völlig falschen Weg, so der Innenminister.